Weiß gar nicht, wie viele Leute in das verbesserte Rad der Schmerzen passen. Waren das zwei? Wollt ihr wirklich ewig leben? Ich stelle das jetzt einfach mal random dazu. Ach ne, es sind sogar vier, die reinpassen. Ja, hervorragend. So, ich stelle das hier mit dazu. Wenn wir nur drei oder vier knüppeln, dann nehme ich die anderen zwei wieder mit. Wenn wir irgendwie ein, zwei mehr knüppeln, dann. Dann haben die da auch noch Platz. Gut, bist du bereit? Falls wir was töten sollten. Bogenschütze 3. Bist du? Ey. Bogenschütze 2. Mal gucken, was wir hier so haben. Was hier so rumrennt. Irgendwie. Die Handwerker, die sind alle irgendwie bei 1 oder 2. Geh mal oben gucken, was da so rumrennt. Da ist gefühlt, ist da weniger los. Wow, sexy Tänzer, oh ja. Gefühlt ist da weniger los. So, Kämpfer 1, Bogenschütze 2. Rüstungsmacher 2. Die sind alle nicht so sonderlich hoch, ne? Aber ich sag mal, ist besser als nichts. Frau geht shoppen. Ja, Frau geht shoppen. Besser als nicht so ein Schmied wäre praktisch. Kämpfer 1 ist doof, Bogenschütze 2. Naja, die haben in der letzten Purge alle nicht lange überlebt. Von dem her, naja, ich weiß nicht, wie lange der jetzt überleben wird. Wenn wir da jetzt groß Aggro ziehen, dann ist der auch ganz schnell hinüber. Dann ist der ganz schnell hinüber. Also knüppeln wir uns den Kämpfer, auch wenn er nur Stufe 1 ist. Und schauen mal, was wir dann noch so kriegen. Here we go. Also gefühlt mache ich an dem absolut. Ach ja. Natürlich mache ich an dem keinen Schaden, weil ich das Teil geworfen habe. Oh hey. Ich wusste, dass der sofort drauf geht. Ich wusste es. Ich wusste es.
Nee, wir haben den Kämpfer, der wird hier mal. Der wird hier reingepackt. Das Overpowerte hast du nicht gesehen, ist jetzt natürlich weg. Naja. Ich hab nicht daran gedacht, dass du das ja, dass du das wirfst. Das war mir nicht bewusst, dass der schwere Angriff ein Wurf ist. Und dann war's weg. Naja. Aber die Eisen. Gegenfrage, warum nehme ich keinen Schaden? Ich habe mich für ein Thumbnail in den Admin-Modus begeben. Hat er mir da den Gott-Modus wieder reingestellt? Das war so nicht geplant. Kontrollieren, dass ihr hier nichts seht. Hat der Sack mir den Gottmodus reingepackt? Ja, jetzt cheate ich mir heimlich Fleisch, natürlich. Jetzt ercheate ich mir meinen Leibeigenen wieder zum Leben. So. Gottmode ist aus. Der ist jetzt aus. Das war nicht geplant. War mir nicht bewusst, dass der Gottmode an ist. Naja. Passiert. Weißt du, da möchte man seine YouTube-Videos pflegen. Und er macht ein Thumbnail und dann haut er dir einfach den God-Mode rein. Ja, genau, die Waffen sind legendär, weil sie grün hinterlegt sind. So, wir haben Rüstungsmacher. Ist zwar nur Stufe 2, aber Luft nach oben ist wunderbar. Da geht noch was. Und dann gucken wir, was da hinten noch so ist. Und dann könnte mir eigentlich so ein Dreierbogenschütze knüppeln, ha? Auf die Gefahren, dass ich gleich sterbe, aber. Mit.
So, das hier ist jetzt voll. Au. Na, komm halt her. Ach so, jetzt nicht mehr. Bist du denn? Hey. Schmied. Sind zwei Schmiede. Die könnte ich in meine Dings setzen. Aber hier rennt so viel rum. Hier rennt so viel rum. Mal gucken, was wir da hinten noch irgendwo so. So haben. Normaler Kämpfer. Das macht die Eisenverstärkung günstiger, klar. Der Mio ist da. Einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte sie betäuben und ihren Willen brechen, damit sie für mich arbeiten. Deshalb keule ich die Leute. Würde die Verstärkung günstiger machen, dass es war. Oh, hey, guck mal, ein Träger. Okay. Natürlich gehe ich so mit Bombi um, wenn er nicht hört. Klar. Was wäre ich für eine Frau, wenn ich das nicht tun würde? Jeder, wie er es verdient, ja? Oh, ein Dreierkämpfer, den will ich haben. Hey. Oh, der hat Dolche. Warum hat er Dolche? Ich hasse es, wenn die Dolche haben. Ah! B! Ich heile mich nur ein bisschen hoch, keine Sorge. Kann ja auch einfach ein bisschen weglaufen, in der Hoffnung, dass der mit den Dolchen gleich die Lust verliert. Ja. Aha. Nee, 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 nee. Ah, ah. Da du bist. Den mit den Dolchen hätte ich ungern, weil der tut weh. Jetzt hör auf, an deinen Punkt zurückzulaufen. Ah. Haut mir Blutung rein und das ist fies. Okay, ich muss mich eben regenerieren. Für Bänder habe ich auch noch keine gebaut. Das mit den Blutungen ist echt fies.
Aber jetzt, da der hier hinten steht und sich nicht bewegt, habe ich vielleicht eine größere Chance, den da zu knüppeln. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Jetzt habe ich einen Kämpfer Stufe 3, was gut ist für die nächsten Farm-Runs hier durch Sepamiru. Das ist nicht schlecht. Das ist absolut gar nicht schlecht. Das ist sogar gut. So. Der hier ist voll, aber ich habe hier ja noch. So, bitteschön. Ich hätte jetzt noch Platz für einen, aber ich glaube. Ja, klar, das ist eine Bungee-Fessel. So. Und jetzt schaue ich, was hier drin ist. 5 Holz und Stein, das ist nicht schlecht. Bin ich natürlich viel zu schwer. Das hätte ich zu Hause aufmachen sollen. Dammit. Aber wenn ich das nächste Mal hier bin, dann habe ich ja mindestens einen Sklaven, der mir hinterherläuft. Von dem her. Das passiert, wenn man zu gierig wird. Ja. Und jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwie Truhen finde, die ich looten kann mit Zeugs drin. Ich habe keine Ahnung, wo die sich hier alle verstecken. Diese Kisten. Zur Oberfläche zurückkehren. Alles klar. Warum auch nicht? Auf der Taverne. Auf der Taverne. Dann wollen wir doch mal auf die Taverne gucken. Oh ja, Tatsache. Wunderbar, sind sogar Stahlbarren drin. Ich stelle mich immer auf ein Dach und schaue von da. Da sieht man die Kisten einfacher. Hm. Der neue Dungeon. Hm. In dem war ich nie drinne. Ich habe Bombi mal zugeschaut, wie er da durch ist. Aber ich selbst war da noch nie drin. Ich wollte das essen. Nichts platzieren. Das ist die einzige Kiste hier. Ich dachte, hier wären noch mehr Kisten. Hm. Bombi war da nur im Vorraum. Sturmmaske. Ja, ich habe jetzt genug für die Sturmmaske. Das ist wahr. Die werde ich mir, sobald wir zu Hause sind, werde ich die auch machen. Die werde ich herstellen.
Wer bist du, der du hier so... Ne. Da musst du hochklettern, die meisten sind oben. Okay. Ein Buch? Tagebuch eines Söldners. Im Wasser sind auch welche. Okay. Da drüben ist voll die Verarsche. Wir haben da einen mit erhobenen Händen. Sieht so aus, als würden die den gerade irgendwie, weiß ich nicht. Und wenn du dann dahin gehst, um dem zu helfen, dann greift der dich auch an. Voll die Verarsche. Archie. Tja, die Rumtreiber. Die kann ich auch nicht leiden. Das sah aus, als sei da oben irgendwas. Nö. Nö. Zuchtmeister-Lehrling. Bin irgendwo hochgeklettert und bekomme Applaus. Das ist... Kann auch nicht jeder. Hier war doch auch irgendwo... Da ist die Fluchmauer. War das in die Richtung? Dieses Gefängnis. Mal da mal gucken. Vielleicht kriegen wir da ja was geknüppelt. Da. Hey! Yay! Priester, Kämpfer. What'll it be? Farewell, Exile. Ach, hier sind die Händler. Elefantenhaut für 5 Goldmünzen. You can walk out of here with a bargain or a frown. A good day for a good trade. Yeah! Come back anytime. Geheimnisvolle Fleischsuppe. Hast du die Rüstung schon geholt? Welche Rüstung? Wo kann man sich die Rüstung holen? Also nein, ich habe mir die Rüstung noch nicht geholt. Also ihr habt das Ziel so ein bisschen verfehlt. Warum bringst du denen eigentlich was bei, wenn der ein Level höher ist als du? Die Rasmus Haus. Da war's. Was? Hm. Muss ich wohl gleich nochmal hin. Der Kopf ist gut getroffen, ja. So, ich wollte hier reingucken. Cat, vielen lieben Dank für deinen Follow. Hi.
Darf ich hier rein? Nein. Ihr seid ja nur... Komm da schon rein. Meister Lehrling, Gefangene. Das Haus ist von dir aus jetzt gesehen unten rechts. Bei dem unteren weißen Stern. Mhm. Ey, der sieht aus wie Conan. Haha, ich bin doch reingekommen. So, hier war auch irgendwie eine Kiste. Da ist die Kiste. Mit dem unteren weißen Stern. Also hier irgendwo, ne? Na? Da ist eine Kiste am Rand. Nehme ich alles mit. Da drüben. Da drüben. Kann man reingehen? Also in der Theorie kann man da reingehen, in der Praxis nicht. Schade. Ja, nice, dankeschön. Ich möchte da rein. Später. Ich will da rein. Schade. So. Ich hätte ja eigentlich gerne so einen dieser Zuchtmeister-Lehrlinge. Brauch einen Schlüssel. Ich glaube, dann ist der hier noch am einfachsten. Ach, den bekommt man von einem Dungeon. Ja, ich bin die Dungeons nie wirklich gelaufen. Hier wird man nicht unbedingt sonderlich angegriffen. Vielleicht so von so Leuten, die hier mal rumlaufen, aber... Ach, Scheiße. Komm mit. Gar nicht wahr. Es war voll die gute Idee. Es hat voll gut funktioniert. Ich bin stolz auf mich. So, und da ich jetzt auch nicht mehr angegriffen werde... Hat wunderbar geklappt. Den habe ich schon mal gemacht. Ha. So snackt man sich Sklaven. Genau, ich habe noch genau einen Platz. Und der war jetzt für so einen Zuchtmeister reserviert. Da beides Lehrlinge waren. Besser als nichts. Besser als nichts. Geht das alles ein bisschen schneller. Okay, klar, warum auch nicht? Der Dungeon mit der Hexenkönigin?
Dschungel? Also ich weiß von einem Dungeon, den ich ein paar Mal... Der Palast am Wasser? Enthalte das mal für das Verse? Ich habe die Story nie fertig gespielt. Ich kam nie dazu, irgendwie die Story fertig zu spielen. Es war immer vorher die Luft raus. Ich kenne den Dungeon vom... Kind des Chebalsack, den kenne ich. Aber großartig mehr Dungeon? Ich dachte mir gerade, jetzt musst du doch mal reinschreiben wieder. Ich immer nur lurken. Ich folge dir schon länger und lurke immer nur. Oder schau das Replay. Huh? Dann schaue ich echt selten mal einen Stream, aber bei dir schaue ich immer gerne wieder rein. Wenn ich das Game schon auswendig kenne. Ah! Na dann! Hallo! Schön, dass du da bist! Die war's da. Freut mich zu hören! Freut mich zu hören! Jetzt habe ich das so schön auseinandergezogen und dann. Freut mich zu hören, dass du schon eine Weile da bist! Ja, ich habe hier so eine schöne Liste und sehe die Lurker, die so drin hängen.